Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir sitzen wieder an dem Loop, der schon fast fertig ist. Letzte Mal, weiß ich, nee, den Umschlag hatte ich ja schon noch gar nicht zu dem Drachenzähnchenrand. Genau. Eins ist mir aufgefallen, natürlich hat er keinen Durchmesser von 60 Zentimetern, sondern einen Umfang von 60 Zentimetern. Ja, kleiner, feiner Unterschied. Genau. Heute ist, was haben wir denn heute? Samstag, ne? Also schönes Wochenende an alle. Ich habe mich dazu entschlossen, nachdem ich den doch einmal über den Kopf geworfen habe, so ein kleines Zopfmuster, kleines, einfaches, passt da mit rein. Naja, Zopfmuster kann man ja schon fast ja nicht sagen. 2x X haben wir mit reingesteckt, strickt. Und zwar immer in 10er Reihenfolge. Heißt 10 Reihen rechts, Zopfmuster, 2 linke und dann 6 rechte. In der fünften Reihe einmal überkreuzt, 2 linke, 6 rechte und so weiter und so fort. Teilt sich ja wunderbar durch 88. Dann wieder 10 Reihen glatt rechts, dann noch ein X und jetzt sind wir. Jetzt habe ich schon eigentlich soweit alles fertig. Heißt 20 Reihen rechts hoch. Die Lochreihe und nochmal 10 rechts hoch. Und jetzt bin ich gerade dabei abzuketten. Genau. Fotos. Upsa, jetzt ist mir hier die Masche rausgerutscht. Kein Problem, keine Panik. Flup, aufgefädelt, fertig. Fotos, entweder blende ich sie dir am Ende des Videos ein oder auf Instagram. Ich muss mal schauen, wie, wo, wann, zeittechnisch. Ich muss jetzt sehen, dass ich jetzt am Wochenende so ein paar Videos drehe, weil ich habe gar nichts mehr. Aber auch durch die Arbeit überhaupt keine Zeit. Genau. Pakete sind auf dem Weg, also wird auch ein paar Unboxings geben. Genau, kurz noch einen Schluck Tee. Aus meiner One Piece Tasse. So, und zwar bin ich ein sehr großer Fan von flexiblem Abketten, weil wenn du das normal auf die traditionelle Weise abkettest, ist das ja doch. Upsa. Füße muss ich unaussortieren. Ein bisschen sehr starre. Genau. So, dazu habe ich mir erstmal auf das Knit Pro System eine 6er Nadel habe ich abgeschraubt und durch eine 4-5er Nadel ersetzt. Ne, für alle, die das System nicht kennen, du kannst hier. Ach so, Quatsch, ich habe ja einen Autofokus aus, also muss ich dir das hier unten zeigen. Hier so ein Schraubsystem. Weiß nicht, sieht man. Hier unten hinhalten. Auf jeden Fall, hier ist ein Schraubgewinde drin und dann kannst du eben die Spitzen dementsprechend austauschen, wie du sie brauchst. I love it. So, angefangen habe ich, dass man das schon sieht, weil bei den ersten zwei, drei Maschen, abgeketteten Maschen, sieht man nämlich nicht, dass das flexibel ist. Ja. Warum habe ich jetzt so kleinere Nadel gegriffen? Ganz einfach, wenn du, selbst wenn du fest abkettest, das sonst so, also wird dann einfach zu weit. Und dann stretcht das quasi von unten das ganze Gedöns auf. Dann sieht das nicht mehr gleichmäßig aus. Genau. So. Hier liegen die ersten Zähnchen rum. Und wollen wir mal zeigen, wie das funktioniert. Da habe ich mir die hier habe ich mir gelassen, dass ich mir die quasi zehnte oder die Masche aus der 10. Reihe von hinten quasi mopsen kann. Das sind immer die passenden mit dem Bogen hier nach oben. Die hier geht der Bogen nach unten.
Aber die wollen wir und aus als Controller, ob ich den richtigen Bogen getroffen habe, habe ich jetzt nicht. Ei, wo ist er denn? Zeig, so ist stretched. Finde ich hier nicht mehr. Nein. Du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Der ist es. Weil als Controller, ob du wirklich in dem 10. bist, siehst du hier, könnte man jetzt hier diese schon verstrickte Masche wieder zurückziehen. Ja, also wir sind in der richtigen Reihe. Heißt das hier, Zott, leg mir hier drauf. Steck mir die Nadel wieder hier rum. Gott, entschuldigt, das sieht jetzt total wüst aus, weil ich direkt vor mir sehe, das Smartphone ist nicht so einfach. Und dann sollst du über Kamera gucken, ist nicht so einfach. So, einmal die beiden Maschen abgestrickt, dann gehe ich wieder mit der linken Nadel durch die zwei Maschen durch und ja, siehst du, über Kamera stricken macht er ja gar nicht. Ich guck mal dran vorbei und hoffe, dass ihr im Gesicht seid, im Blickfeld. Also, und hol mir noch mal den Faden durch. So, da verlieren wir wieder die Nadel. Oh Gott. Na, das ist ja hier ein Chaos. Wartet mal. Ich muss mich mal eben neu sortieren hier. So. Zack. Rutscht die Brille beiseite. So. Also. Nee. Nee. Die beiden rechts abstricken, noch mal auf die linke Nadel nehmen und noch mal durchgezottelt. Masche hochholen. Durch die Beine durch. Zack. Gut. Soll ja jetzt auch kein Tutorial sein. Aber ich muss ja fertig werden. Leider, leider habe ich tatsächlich die Tochter schon verpasst. Zwar war sie gestern, wo ich noch auf Arbeit war, schon hier. Aber ich habe gerade noch mal mit ihr telefoniert. Wir finden zueinander. Aber dann kann ich das jetzt am Wochenende schön fertig machen. Kann das noch mal mit einem schönen Wollwaschmittel. Ich habe noch eins mit Lavendelgeruch da. Mal gucken. Von Eukalan heißt das so? Ich blende es euch ein. Waschen und die Maschen ein bisschen zurechtzupfen, ne? Gerade wenn du hier bei den ersten Maschen von der Überkreuzung, die ziehen sich immer so lang und dann suppliktet gerne so ein bisschen wieder zurecht, dass es ordentlicher ausschaut. Ja, kann nicht in Ruhe zupfen, waschen und trocknen und hier war ich noch ja nicht fertig.
Ja, kein Problem. Zack. So. Habe ich hier schon die Masche oben gehabt. So. Jo. Genau. Und außerdem, wenn ich dann hier fertig bin, dann kann ich dann nachher hoffentlich noch ein Stick mit mir machen. Da weiß ich noch nicht. Mache ich. Also Perlen stecken auf jeden Fall. Weiß ich aber noch nicht, ob die schrägen Vögel oder ich habe ja noch so einen Anhänger, Schlüsselanhänger, so ein Einhorn. Vielleicht mache ich auch das. Du bist es nicht. Kurz Moment. So, das war die Post. Schreit nach Unboxing, würde ich sagen. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich war. Ich glaube, bei der Überlegung, was ich nachher dann noch aufnehme. Ob ein Perlenstickbild, oh, Quatsch, ob das Perlenstickbild oder der Anhänger. Wo hänge ich denn jetzt hier? Du bist es nicht. Du bist aus der Reihe. Du hast damit auch noch nichts zu tun. So. Nee, da muss eine da drunter sein. Und zwar die hier. Oder auch nicht. Gott, jetzt hat mich die Puste rausgebracht. Neue Postdame, habe ich noch nie gesehen. Du bist es. So. Falls ihr Poltern hört, über mir wird Staub gesaugt. Oh. Aber ich glaube, es sollte nicht zu hören sein. Das ist zwar ein bisschen fummelig hier mit den hier rückliegend zusammen stricken, aber am Ende finde ich, lohnt sich dann die ganze Arbeit. Weil wenn du das so enger hast am Hals, dann setzt du den auch nicht, also willst du den auch nicht tragen. Lieber ein bisschen mehr Arbeit investieren. Lohnt sich am Ende hinaus. Das ist genauso, wenn dir ein Fehler in einem Perlenstickbild oder in einem Kreuzstich auffällt. Ganz ehrlich, du lässt es doch nicht. Weil du genau weißt, dass es da ist, du würdest dich die ganze Zeit daran stören. Jetzt bin ich ja so ein bisschen neugierig, was hier neben mir so rumliegt, ne? Kannst mir zwar fast denken, wenn das da drin ist, was ich denke. Na toll. Dann kriegt er bestimmt auch Lust, das anzufangen.
können auf jeden Fall keine Diamond Paintings sein. So, nun ratet. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Hat sich ganz süß gemacht, wenn man nachdem gleich die Ruffel genommen hat. Ich hoffe, ich bin so einigermaßen im Bilde jetzt gewesen. Weil es ist echt, also über Kamera oder Bildschirm stricken, das macht sie hier gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Du bist es. Genau. So sieht's aus. Also nachher bastel ich mal noch so ein Video zurecht. Hier fummel ich in Ruhe zu Ende. Aber jetzt erstmal habe ich mich mit dem Faden verheddert, oder? Ja, habe ich. So, so, so. Zack, zack. Gelöst. Jetzt wird erstmal Mittag vorbereitet. Beziehungsweise vorhin habe ich schon Kartoffeln geschält. Ja, es gibt Königsberger Klopse. Lecker, lecker, lecker. Und bei euch so? Ja. Jetzt tropft mir der Zahn. Wunderbar. Lecker. Kapern. Lecker mit Kapern. Scheiden sich die Geister. Ich weiß. Ich mag die Dinger. Auch in mir sprengt ein Huhn. Finde ich mega. Also Frikassee für alle, die nicht wissen, was ihr sprengt, der Huhn ist. Gut. Hier bastel ich dann gleich weiter. Ich stelle meine Kartoffeln auf den Ofen. Auf dem Herd. Und hier noch mal ein kurzer Überblick. So sieht dann die Kante, upsa, Masche, einmal rausziehen, dass ich sie nicht verliere. So. So sieht es dann aus. Kann ich mal den Autofokus kurz mal. Jawohl. So. Na, also. Stretchy. Auch wenn man, also für Pullover, klar, für Pulloverabschlüsse mache ich das auch gerne. Oder, obwohl ich Socken so nicht stricke mehr. Ich habe mal eben mal Socken von unten nach oben gestrickt, aber das hat halt den Nachteil, wenn du unten mal ein Loch hast und dann, was weiß ich, die Ferse nochmal neu ansetzt, weil der Rest ja noch okay ist, macht sich das, also finde ich immer ein bisschen, macht sich doof. Genauso, wenn vorne am Zeh ist ja meistens dann irgendwo was kaputt. Wird es kompliziert. Im Stopfen bin ich nicht so gut, aber neue Spitze anstrecken, das geht dann viel besser. Genau. Aber da habe ich auf jeden Fall oben auch diese Kante genommen und nicht die feste, weil die kriegst du ja sonst ja nicht über den Wadel. Von der anderen Seite sieht man jetzt erstmal noch wie so eine Kante, aber das siehst du auch erstmal noch hier am Anfang. Aber dafür waschen und zupfen wir ja, dass das dann nicht mehr oder kaum noch zu sehen. Entschuldigung, Schluck auf zu sehen ist. Ja. Cool. Freut mich, wenn das fertig ist und ich ans nächste Projekt hüpfen kann. Ach so, ja, ich das vergesse. Unter dem oder in dem letzten Strick mit mir habe ich ja gesagt, vielleicht hat da jemand Interesse an Sockenstricktutorial. Manuela, dein Kommentar, ich kann es lesen. Im
auf dem PC in meinen Einstellungen, aber die sind für andere nicht mehr sichtbar. Also ich kann das auch nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich es da. Hier war gerade ein Bildsprung. Was war denn das? Okay. Auf jeden Fall sehe ich oder habe auch gesehen, habt ihr ja auch geantwortet. Ich hoffe, dass du deine Antwort siehst. Socken stricken, ja, machen wir. Da machen wir mal ein bisschen mehr und intensiver als jetzt hier so, so schnell. Also, dass wir da dann mal ein richtiges Tutorial draus machen. Ja, freue ich mich drauf. Und mein Wollstich freut sich auch, wenn er ein bisschen schrumpft. Oh Gott, wenn ihr wüsstet, wie viel Kilo Wolle ich hier habe. Oh Gott, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, also Diamond Painting kann ich noch für 10 Leben Socken stricken, genauso. Jetzt kommt Sticken noch dazu. Ach du meine Fresse. Ja, so viele schöne Sachen. Ja. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder je nachdem, wann YouTube gedenkt, mein Video fertig hochgeladen zu ha haben, tuten Taten. Bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich, Hörnchen aufrecht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.